Eva, 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 Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hogwarts Legacy. Wer hier wohl wohnt? Ich muss mal abchecken, weil ich Moin. habe nicht so viel Speicher auf meinem PC und habe ein paar Aufnahmen drauf, die ich noch nicht hochgeladen habe, weil ich alles jetzt am Stück hochlade, die letzten 5 Aufnahmen oder so. Deswegen muss ich jetzt mal abchecken. Ich muss die Folge, glaube ich, ein bisschen kürzer halten. Wir sind mit Sebastian hier Sebastian, auf jeden Fall. ein Relikt aus den Katakomben? Das Opfer erfordert? Ich weiß, wie das klingt, aber wenn es hilft, lohnt sich das Risiko. Weiß Ominous auch davon? Er half, das Skriptorium mit Slytherins Zauberbuch zu finden. Nun gut, wenn Ominous dabei ist, werde ich auch kommen. Wir haben nicht viel Zeit. Solomon will Feldcroft verlassen. Was? Verlassen? Egal, du musst ihn hinhalten. Verschaff uns Zeit, Anne. Bitte. Ich versuche es. Ich melde mich. Solomon kann Anne nicht aus Feldcroft wegbringen. Wohin würden sie denn gehen? Sebastian. Glaub nicht, dass ich deinen Koboldfreund vergessen habe. Habe ich nicht. Aber ich bin froh, dass du mir unser letztes Gespräch nicht übel nimmst. Natürlich. Unfassbar, dass mein Onkel Feldcroft verlassen will. Anne wird ihn hinhalten. Das muss sie. Wir brauchen Zeit. Zeit? Wofür? Ich habe mehr über das Relikt erfahren. Ich habe Slytherins Zauberbuch mit dem verglichen, was in der Bibliothek über Relikte und dunkle Opfer steht. Dabei wurde mir etwas klar. Ich glaube, das Relikt funktioniert nur in der Katakombe. Wir müssen Anne in die Katakombe bringen und dann ein Opfer darbieten? Das klingt riskant. Es ist das Risiko wert. Unsere größte Hürde könnte Ominous sein. Anne gibt dem Ganzen nur eine Chance, wenn er dabei ist. Und wir müssen es vor deinem Onkel verheimlichen. Wenn er zum Schulleiter geht, fliegen wir von der Schule. Ich regel das mit Ominous. Was meinen Onkel angeht, er ist kein Auror mehr. Was er nicht weiß, wird uns nicht schaden. Viel Glück mit Ominous. Bis zum nächsten Mal. Ich werde dir sagen, wann wir vier uns in der Katakombe treffen. Achte auf meine Eule. Okay. Bis bald dann. Expelliarmus! Constrictus! Grazie! So, okay. Was haben wir hier denn noch? Ein Umhang, jo. Macht uns ja gut besser. Aufträge. Naja, gehen wir mal nach Hogwarts und suchen diese dämlichen Steine. Mein Gott. Aufträge. Horizont. So, warte mal, ich kann vielleicht nur noch 15 Trick machen. Kann ich das so beschleunigen, wenn ich warten drück? Kriege ich dann schneller die Eulen und so von Sebastian? Ich mache jetzt erstmal den Auftrag fertig, aber danach, ganz ehrlich, lass mal ein paar Mal spammen und dann, wer weiß. Ich sollte nachsehen, Was ob ist ich denn an das so hohen Orten in bleibt? der Schule Zenobias Steine finde. Revelio. Akio. Das ist einer von Zenobias Koboldsteinen. Ich verstehe nicht, was der Aufruhr soll.
Die kleine Schlampe. Die Hure. Digga, die macht mich hin. Ah, oh mein Gott. Okay, das werde ich mir merken. Das werde ich mir merken, Ravenclaw. Ich glaub's ja nicht. Ravenclaw, Digga, sperrt mich hinter der Tür ein. Obwohl ich gelobt werde in der Schule. Weil ich den Leuten helfe. Aber Ravenclaw wird so, ist okay. Ist okay. Rebellion. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Rebellion. Schlüssel sind zurück. Genial, oder? Ja. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Da oben ist einer. Ach hier. Das ist einer von Zenobias Koboldsteinen. Ich verstehe nicht, was der Aufruhr soll. Ich glaube, im Sack. Hallo. Rebellion. Akio. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Rebellion, Accio. Ravenclaw. Crucio. Geh aus dem Weg. Da hast du recht. Ravenclaw, Alter. Wer? Also, nee. Ganz ehrlich. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Dass Ravenclaw sein Favorite-Haus ist, ganz ehrlich. Also, so, wer Gryffindor sagt, ist halt so dieser. Ja, der ist halt, der mag Harry Potter einfach. Und Harry Potter oder einer von den Main-Charaktern ist halt sein Favorite, so. Dann Slytherin, obvious, hat auch viele Fans. Hufflepuff kann ich noch so ein bisschen verstehen. Vielleicht, wenn man diesen, hier, ah, Junge, das ist Krise jetzt, aber wie heißt der nochmal? Heißt der, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Gidderiale auf jeden Fall. Der Hufflepuff, warte mal, wie heißt der? Das lässt mir jetzt keine Ruhe, ich muss jetzt nachgucken. Harry. Warte, hier. Und der Feuercage. Cedric Diggoryale, genau. Wer Cedric Diggory-Fan ist, ich schwör's dir, ich kann's noch ein bisschen verstehen. Okay, du magst Hufflepuff wegen Cedric Diggory. Aber wer mag Ravenclaw? Jetzt mal ehrlich. Ich verstehe es nicht. Also, warum? Mag man Blau? Also, ich meine, ich bin Inter Mailand-Fan. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten also, Steine finde. Ja, ich weiß nicht.
Revelium. Ich sollte wahrscheinlich Ravenclaw mögen, weil ich unter Mellor-Fremden aus meinen Lieblingsfarben bin, aber... Koboldstein. Ich sollte zu ihr gehen. Also ganz komisch auf jeden Fall. Also ich sag ehrlich, ich mag diese kleinen Hogwarts-Quests da, ganz ehrlich. Ich find's cool. Ich überlege gerade die ganze Zeit, welches Haus ich favorize. Ich glaube, ganz ehrlich, ich bin halt ein Stunny-Typ, aber ich würde echt sagen, aufgrund der Sachlage, dass Severus Snape mein favorite Character ist, wahrscheinlich Slytherin. Wobei ich es eigentlich auch, ich muss auch sagen, die Häuser hier, also ich weiß nicht, die sagen mir so hier mehr zu in dem Game, so. Anstelle von, weil generell in Harry Potter, so vom Hogwarts-Leben bekommst du ja nicht mal so viel mit, so mäßig, ne? Oder? Also ich weiß nicht, ich hätte so mehr, guck mal, es wurde so krass angepriesen mit diesem Spiegel oder so. Ja. Ich sehe mich selber mit dem Hauspokal in der Hand. Der Sieger ist Gryffindor, wurde da so groß gemacht und es wird nie das weiter erläutert. Das hatte ich nicht erwartet. Gab es überhaupt nochmal einen Hauspokal nach dem ersten Teil? Gesunder Menschenverstand und etwas Magie. Und? Gibst du mir meine Koboldsteine? Ja, meinetwegen. Natürlich. Es sind ja schließlich deine. Oh, wie toll. Ich werde alle meine... Obwohl irgendjemand im Gemeinschaftsraum Lust auf ein... Es war ganz schön anstrengend, sie wiederzuholen. Jetzt spielen sie bestimmt mit. Gut. Ja, nicht wahr? Oh, also gut, los. Okay. Ist hier noch eine random Person, der ich helfen kann? Hier. Wenn er meint, er kommt damit durch, dann hat er sich geschnitten. Hufflepuff. Verzeihung, ist alles in Ordnung? Nein, ganz und gar nicht. Es waren nur noch zwei Glocken übrig, aber sie musste ja alles verderben. Ich kann dir nicht ganz folgen. Wer ruiniert alles? Und welche Glocken? Professor Black hat Mr. Moon befohlen, die Glocken im Glockenturm abzunehmen, weil sie ihm Kopfschmerzen bereiten. Sie gehören zu Hogwarts. Das wollte ich nicht zulassen. Also bat ich meine Freundin Adelaide, mir zu helfen, sie wieder anzubringen. Wir waren schon immer ein Duo. Adelaide und Evangeline. Eddie und Ivy. Naja, alles lief prima, bis Black plötzlich Fragen stellte. Da war sie mit... Vielleicht kann ich beim Aufhängen der Glocken helfen. Ja, das wäre wunderbar. Du bist eine größere Hilfe. Ich schätze mal, die Glocken sind im Glockenturm. Ich bin echt mal gespannt, ob irgendwie so ein Nachfolger-Game kommt hierzu. Weil ganz ehrlich, das Game kommt richtig krass an. Hat nochmal ein komplettes, war so wie dieser Pokémon-Hype dann wieder. Und ganz ehrlich, die müssen das eigentlich ausnutzen. Ich würde eventuell, auch wenn es natürlich langweilig wäre für den Plot-Twist so, aber... Theoretisch müsstest du noch ein Game machen, was nach den Ereignissen von Harry Potter spielt. Das wäre krass, denke ich mir. Die Glocken müssen oben sein.
gefunden. Irgendwie muss ich die da hochbekommen. Vielleicht mit Wingardium Leviosa? Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa. Revelio. Wingardium Leviosa. Die erste wäre geschafft. Revelio. Wingardium Leviosa. Nicht wahr. Oh nö. Komm her, du Pisser. Wingardium Leviosa. Schwer. Evangeline sollte erfreut sein. So. Digga, er meint, es war zum ersten Mal, dass ich einen Ladebildschirm gesehen habe. Das ist ja krass. Die Kleine ist jetzt Lehrerin. Dass sie nicht von ihrer fangzähnigen Gerade gefressen wurde. Revelio. Boah, der sieht cool aus. Der Stab sieht cool aus. Ausrüstung. Boah, der hat Eis. Was geht denn? Die Glocken hängen wieder, Evangeline. Du machst der Schule alle Ehre. Ich kann's kaum erwarten. Künftige gerne. Du weißt ja nicht, wie viel das bedeutet. Mir und Hogwarts. So, das heißt, wir können jetzt. Wir treffen uns an der Küste mit Sebastian. So.
25 Minuten noch circa. Ich hoffe, dass der Speicherplatz ausreicht, weil sonst habe ich richtig Stress. Ich versuche das Ding im Schnelldurchlauf zu lösen. Wirklich äußerst unangenehm hier. Ich habe die Eule bekommen. Danke. Schön, dich zu sehen. Ich habe Scharen von Renrocks Anhängern von der Küste kommen sehen. Einer sagt, wieso sind sie uns immer voraus? Sie wissen unmöglich... Ich weiß es nicht. Ich habe noch eine Erinnerung gesehen. Von einer Hüterin namens Neve Fitzgerald. Sie war verunsichert von Isidoras Gebrauch der alten Magie. Diese Hüter treiben sicher... So funktioniert das nicht. Um Zugang zu einer Erinnerung zu erhalten, muss ich eine Prüfung bestehen. Das ist nicht so einfach. Sie zeigen mir die Erinnerungen in einer Reihenfolge. Sie... Entweder vertrauen sie dir nicht oder du mir nicht. Interessiert Anslight dich überhaupt? Aber natürlich, Sebastian. Wir sind schon so weit gekommen. Lass dich nicht von deinem Frust überwältigen. Gut, ich füge mich deinen Hüterfreunden. Fürs Erste. Und widerwillig. Wir haben keine Wahl. Also, schauen wir, warum das Triptychon uns herführte? Na los, schnell, ehe man uns bemerkt. Pass auf, ich sah, wie ein paar von Renrocks Leuten da vorne den Weg verließen. Warum wohl? Raubzüge, schätze ich. Dieser Berg diente zum Schutz der Wertsachen der Dörfer. Er ist jedoch verlassen, seit Renrock die Küste erobert hat. Hit, Bro! Kozio! Espinga! Cospingo! Lazio! Ich werde nicht ruhen! Cospingo! Levioso! Potenzio! Confringo! Lazio! Expelliarmus! Furioso! Renrocks Anhänger verdienen alle dasselbe Schicksal. Gut gemacht. Da oben sind Testrale. Manche halten sie für ein schlechtes Omen. Nicht unbedingt. Das weiß ich. Na gut. Ich mache nur Konversation. Ich will diesen Berg nicht schweigend hinaufwandern. Das Testralnest muss in der Nähe sein. Tötet alle Eindringlinge! Da sind sie. Los geht's. Warte! Wir brauchen einen Plan. Ich hab... Kozio! Kozio! Fallen an mir ab. Ganz einfach ausgewichen. Lazio! Und kannst
auch kann. Expelliarmus. Verdient. Was hast du dir dabei gedacht? Ich dachte an tote Kobolde. Du hättest uns umbringen können. Habe ich aber nicht. Anscheinend wollten Renrocks Anhänger weiter den Weg hinauf. Los, gehen wir weiter. Renrock wird sich an allen rächen. Alles aus Kobaltsilber gehört uns. Ob es nun ein Schwert ist oder ein Behältnis, was immer das ist. Hast du den Kobold gehört? Was für lächerliche Besitzvorstellungen. Ist da jemand? Was geht, Bros? Ganz richtig. Nur ein toter Zauberer ist ein toter Zauberer. Renrock hat das Ziel. Sebastian, warte! Warten! Worauf? Wieso bist du plötzlich so zaghaft? Hör zu. Ich weiß, dass du wütend und frustriert bist. Aber jetzt einfach vorzupreschen, könnte alles zunichte machen. Lodgok meinte... Ach, dein Koboldfreund. Hör auf! Nicht alle Kobolde sind wie Renrock. Ich bin nicht dein Feind. Wir wollen dasselbe. Antworten finden. Ich dachte auch, wir hätten dasselbe Ziel. Haben wir auch. Hör zu. Lodgok weiß viel mehr über Renrock als wir. Er meinte, dass Renrock offenbar von den Hütern weiß und nach allem sucht, was mit ihnen in Verbindung steht. Darum scheinen sie uns immer einen Schritt voraus zu sein. Ich weiß, was ich tue. Du musst mir vertrauen. Sonst können wir nicht gemeinsam weitermachen. Ja, schon gut. Tut mir leid. Meine Gefühle überwältigen mich wohl. Schon seit einer ganzen Weile. Ich vertraue dir wirklich. Und ohne dich kann ich Anne nicht helfen. Gut. Renrock weiß eindeutig mehr, als wir dachten. Wir müssen vorsichtig sein und dürfen nicht einfach losstürmen. Wir haben viel Arbeit vor uns. Wir müssen zusammenarbeiten, um das letzte Stück des Triptychons zu finden. In Ordnung. Betritt die Höhle. So weit, so gut. Charmant. Spinnen. Wie passend. Kozio. Der Zauber interessiert mich. Komm, bring dich! Geht doch! Expelliarm!
Diese Spinnen wollen uns unbedingt verspeisen. Wir werden sicher schmackhafter als Kobold essen. Levioso! Eine Treppe hierher? Wozu das denn? Komm, Fink! Sieh dir das an. Nicht wirklich mein Stil. Zu übertrieben, wenn du mich fragst. Confingo! Cruzio! Grazio! Experiamo! Experiamo! Confingo! Digga, ich glaube, diese Aufnahme wird so abbrechen. Die Höhle kann nicht die einzige Herausforderung gewesen sein. Vielleicht sollten wir nach Runen suchen. Confringo! Revelo! Confringo! Endlich können wir hier raus. Oh nee, wer bist du denn? Ist der hässlich? Grazio! Confringo! Cruzio! Die
Verbindung! Confringo! Komm, Bruder! Glacio! Confringo! Espeliam! Confringo! Glacio! Crucio! Confringo! Espeliam! Anstoß. Gute Arbeit. Nichts bringt Freunde zusammen wie ein wütender Troll. Avada. Dieser Troll hat wirklich ein Chaos angerichtet. Überall Troll. Protego, Pompada! Revelio! Pompada! Repar. Das war ja harte Arbeit. Mehr als das. Ach ja. Accio. Vingardium Leviosa. Nach all den Stufen bin ich ganz schön. Was war das? Dieser Anblick. Was wert. Noch eine Barriere. Wir können sie bestimmt. Das kann keine Sackgasse sein. Über uns muss noch eine Ebene sein. Gute Nachricht? Es klingt eher beunruhigend. Confringo! Revelio! Bombarde! Hätte es selbst fast nicht besser gekonnt. Dieser Ort kann doch nicht nur Isadora gehört haben. Noch eine Rune. Revelio. Müsste ich jetzt schon fließend runisch können. Konflikt! Bombarda! Confringo! Confringo!
Erweiterer von Isidora geschaffener Bereich? Isidora muss hier mit alter Magie geübt haben. Die Erinnerungen, die ich sah, zeigten, dass die Hüter und Isidora bezüglich der Nutzung alter Magie nicht einer Meinung waren. Könntest du nur ihre Erinnerungen sehen? Das letzte Stück für das Triptychon. Wir haben's geschafft. Hätte Isidora all das nur offenbaren können. Die Erinnerungen, die ich sah, zeigten, dass die Hüter und... Aber ich verstehe nicht, warum sie sich so viel Mühe Könntest du nur ihre Erinnerungen... Das wünschte ich auch. Wenn wir das Triptychon vollenden, sehen wir vielleicht mehr. So, komm. Das sieht doch gut aus mit der Aufnahme, Inshallah. Wir gucken uns das jetzt an. Und dann sollte das hoffentlich genau hinhauen. Dann haben wir den Auftrag angenommen. Mal sehen, was auch die Leinwand dann hat. Das ist es. Spann mich nicht auf die Folter. Na los, mach schon. Noch ein Denkarium. Danach haben wir gesucht. Ich frag mich... Was ist denn? Finden wir es raus. Meinen Bruder kann ich nicht zurückbringen. Aber dir kann ich Frieden geben. Hier, setzen Sie sich. Isidora, wir würden zu gern alle erfahren. Es geht los. Ich muss Ihnen etwas zeigen. Vater, das sind meine Kollegen von Hogwarts. Vater spricht nicht mehr seit dem Tod meines Bruders. Auf meinen Reisen konnte ich meine Vermutungen bestätigen. Es liegt in unserer Kraft, Schmerzen zu nehmen. Isidora. Was haben Sie getan? Ich habe ihn befreit. Danke. Hat's geklappt? Ja, das hat es. Wie zu erwarten, bei Koboldsilber. Ich brauche etwas Größeres. Na gut. Es wäre hilfreich zu wissen, was darin aufbewahrt werden soll. Magie. Von meinem Zauber, um Menschen den Schmerz zu nehmen. Doch richtig angewandt. Kann ihre Macht noch so viel mehr Gutes tun. Wieso willst du so eine Magie wegsperren? Ich muss sie nur sicher verwahren, bis ich meine Kollegen von ihrem Nutzen überzeugen kann. Solcher Macht misstrauen manche. Nicht jeder ist bereit, solche Macht zu nutzen. Vielleicht. Aber jemand muss es sein. Sie hat den Schmerz genommen. Ich wusste es. Ich wusste, es gibt einen Weg, Anne zu helfen. Hier stimmt was nicht, Sebastian. Was meinst du? Du hast gesehen, was sie getan hat. Nein, nicht die Erinnerung. Das Porträt.
Ich denke, Isadora ist nicht erschienen, weil sie es nicht kann. Verstehe ich nicht. Wir haben das schon mal gesehen. Das verlassene Haus in Feldcroft, das zerstörte Bild, das war sie. Also hat irgendjemand eine verzauberte Leinwand zerstört. Doch wir haben die Erinnerung. Ja, ja, du hast recht. Wir haben gesehen, was sie wollte, wozu sie fähig ist, wozu du fähig bist. Ich weiß nicht, wie Isadora das gemacht hat. Dann lernst du es. Die Hüter bringen es dir bei. Das würden sie bestimmt nicht tun. Die Hüter glauben, dass das Beseitigen der Fähigkeit, Schmerz zu fühlen, eine sehr komplizierte, unvorhersehbare Form der Magie ist. Eine, die nur sehr vorsichtig genutzt werden sollte. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt? Du hast all ihre Prüfungen erfolgreich bestanden. Du hast dich mehr als bewiesen. Du schaffst das. Du bist bereit dafür. Bitte. Sprich mit den Hütern. Wenn nicht für mich, dann für Anne. Warum wollten die Hüter Isadora zum Schweigen bringen? Warum ihr Porträt zerstören? So, Leute. Ich habe einen von Renrocks Bohren in einer Mine an der Küste gefunden. Ich will ihn zerstören. Ich habe es satt, mit ihm zu diskutieren. Sie können mich gerne begleiten. Wenn ich Sie dort nicht antreffe, melde ich mich, wenn ich zurückkehre. Ich habe etwas für Sie. Lodgok ahnt gar nicht, in was für große Gefahr er sich begibt. Ich sollte ihn finden. Ach du Scheiße, Leute, ich glaube, die Aufnahme reicht nicht dafür. Kann ich den Auftrag irgendwie abbrechen? Auftrag nicht länger verfolgen. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's mit der Folge. Wir sehen uns am nächsten Mal wieder, wenn wir mit der Hauptquest anscheinend weitermachen. Es sei denn, ich bin jetzt noch ein bisschen auf Aufnahme kurz drin, identifiziere noch Gegenstände, die Stars, guck mal ein bisschen. Ja, und bis dahin kommt vielleicht irgendwie ein Auftrag ein, keine Ahnung. Ja, wir checken's ab. Hatte, ciao, ciao.